Hey, willkommen zu einem neuen Video. Ein Sumpf ist ein bewaldetes Gebiet, in dem Wasser- und Feuchtgebiete in einer bestimmten Umgebung aufeinandertreffen. Sie sind unterschiedlich groß und man findet sie überall auf der Welt. Aber wusstest du, dass man in Sümpfen auch gruselige Dinge gefunden hat? Heute zeigen wir euch 10 davon. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 10. Wie groß können Krokodile eigentlich werden? Wenn du noch nie eines in echt gesehen hast, ist es schwer zu sagen, aber in den Gewässern der Stadt Simunul, einer Gemeinde auf den Philippinen, wurde ein Riesenkrokodil gefunden, das größer als ein Auto sein soll. Es ist kaum zu glauben, aber dieses riesige Ungetüm war unglaubliche 5,4 Meter lang. Das Krokodil wurde David genannt, weil es der Name eines Mannes war, der es in den Sümpfen fand. Es war jedoch nicht das erste Krokodil, das in der Gegend von Tawi Tawi auftauchte. Der Grund, warum sich Krokodile an diesem Ort aufhalten, ist, dass es dort ein sehr kleines Mangrovengebiet gibt, das sie lieben. Glücklicherweise hat David das Krokodil niemanden angegriffen und wurde sofort ins Tierheim gebracht. Dort hat man das Krokodil schließlich in einem speziellen Meerwasserteich untergebracht, der seinem natürlichen Lebensraum sehr nahe kommt. Nummer 9. Wusstet ihr, dass es Legenden und Mythen aus slawischen und amerikanischen Kulturen gibt, die von unheimlichen Sümpfen erzählen? Den Legenden zufolge sollen dort verschiedene Kreaturen leben, von bösen Hexen bis hin zu Sumpfmonstern. Was sie auch einmal gefunden hatten, waren geheimnisvolle Geisterlichter, die Will-o'-the-Wisps oder Ignis Fatuus genannt wurden, was auf Lateinisch närrisches Feuer bedeutet. Es handelt sich um Geisterlichter, die nachts in Sümpfen auftauchen und wie flackernde Laternen aussehen. Es gibt mehrere Erklärungen für dieses Phänomen, aber die wahrscheinlichste ist, dass es durch brennende Gase verursacht wird. Diese Gase werden Sumpfgase genannt und entstehen bei der Zersetzung von organischem Material. Es gibt aber auch Leute, die glauben, dass es sich bei den Lichtern um wandernde Seelen handelt, die die Menschen in den Sumpf locken wollen. Nummer 8. Seid ihr jemand, der an Hexen oder Flüche glaubt? Normalerweise nehmen die Menschen das nicht wirklich ernst, aber im Jahr 1915 bezahlten die Bewohner der Kleinstadt Frenier dafür mit ihrem Leben, weil sie eine bizarre Frau namens Julia nicht respektiert hatten. Die Frau war eine Hoodoo-Priesterin und die Leute wussten, dass sie seltsam war, aber sie hatten nicht erwartet, dass sie auch gefährlich sein könnte. Sie lebte in einem kleinen Haus inmitten eines Sumpfes und sang oft gruselige Lieder, um die anderen Bewohner zu erschrecken. Einmal sagte sie sogar, dass sie bald sterben würde und alle Bewohner der Stadt mitnehmen würde. Niemand nahm sich jedoch ernst, bis etwas sehr Trauriges passierte. Bei ihrer Beerdigung versammelten sich Menschen aus der ganzen Stadt, um sich von Julia zu verabschieden. Und kaum hatten sie ihren Sarg in die Erde gebracht, begann ein heftiger Orkanregen, die ganze Stadt zu verwüsten. Julia hatte also recht, als sie sagte, sie würde alle Bürger mitnehmen, denn schließlich hatte niemand überlebt. Glaubt ihr, dass das ein Zufall war oder war es wirklich ein Fluch? Nummer 7. Der Sumpf von Honey Island soll von Menschen unberührt sein und eine Legende besagt, dass dort ein unheimliches Monster lebt. Nur wenige Menschen sollen es gesehen haben und es gibt nur wenige Dokumente, die beweisen, dass das Sumpfmonster von Honey Island tatsächlich existiert. Der erste Bericht stammt aus dem Jahr 1963, als zwei Jäger ein Monster gesehen haben wollen, das auf dem Körper eines toten Wildschweins stand. Den Männern zufolge hatte das Ungeheuer graues, langes Haar, war über 2 Meter lang und hatte bernsteinfarbene Augen. Als die Männer ihr Erlebnis mit anderen Menschen teilten, verbreitete sich die Geschichte über das Ungeheuer wie ein Lauffeuer. Es stellte sich heraus, dass auch die amerikanischen Ureinwohner dieses Sumpfmonster, das sie Letich nannten, in dieser Gegend gesehen hatten. Das Ungeheuer wurde von ihnen als eine Kreatur beschrieben, die im Sumpf lebte und totes Fleisch aß. Alten Indianergeschichten zufolge war das Monster einst ein ausgesetztes Kind, das von Alligatoren aufgezogen wurde und sich in eine Art Werwolf verwandelte. Nummer 6. Wir haben bereits über ein Riesenkrokodil gesprochen, aber eines Tages stießen die Menschen in einem Sumpf auch auf eine Riesenschlange, die ihnen eine Heidenangst einjagte. In diesem Video sieht man Männer, die aus dem Wasser rennen, weil sie offensichtlich etwas Unheimliches gesehen haben. Zuerst wussten sie nicht, was es war, aber als sie erkannten, dass es eine Schlange war, liefen sie ihr nach. Keine Ahnung, warum sie das taten, denn die meisten Menschen hätten sich wahrscheinlich weit von ihr entfernt. Schließlich gelang es den drei Männern, die riesige Schlange zu fangen. Es ist jedoch unklar, wie groß diese Schlange genau war, aber die Männer beschlossen, die Schlange umzusiedeln, sodass sie zumindest niemanden mehr angreifen konnte. Nummer 5. Die Legende über das Land's End Light ist die bekannteste auf den Sea Islands im Atlantischen Ozean.
Aber es ist keine erfundene Legende, denn wenn man nachts auf der St. Helena Insel auf der Straße fährt, glaubt man, dass einem der Verstand einen Streich spielt. Wenn es dunkel ist, sieht man nämlich ein unheimliches Licht über der Land's End Road. Es sieht ziemlich unheimlich aus und viele Leute glauben, es sei der Geist eines Soldaten, der 1861 bei einer Patrouille auf der Land's End Road ums Leben kam. Man glaubt, dass der Soldat mit dem Licht versucht, seinen Kopf zu finden und deshalb eine alte Eisenlaterne bei sich trägt, um die Straße zu beleuchten. Leute, die diese Geschichte nicht glauben, behaupten, das Licht sei nichts anderes als Sumpfgas. Das Seltsame ist jedoch, dass es nach Meinung mancher gar keinen Sumpf gibt. Was könnte dieses Licht also sein? Was denkst du? Nummer 4. Papua-Neuguinea ist ein Land in Ozeanien, das eine unglaubliche Fläche von 463.000 Quadratkilometern umfasst. Es ist bekannt für seine vielen indigenen Stämme, die dort leben, und die bewaldeten Gebiete, die noch nicht einmal vollständig erforscht sind. Viele arme Menschen leben dort und Banden machen es auch nachts gefährlich, irgendwo hinzugehen. Das Land war im Zweiten Weltkrieg auch in Luftkämpfe verwickelt. Papua-Neuguinea wurde schließlich zu einer Art Jagdrevier für Warbird-Enthusiasten und viele Menschen fanden dort mehrere vermisste Flugzeugwracks. Einer der berühmtesten Funde war ein Flugzeug namens Swamp Ghost. Das Kampfflugzeug wurde 1942 im Agayambo-Sumpf versenkt, weil ihm während eines Bombenangriffs der Treibstoff ausgegangen war. Bis 2006 blieb das Flugzeug dort praktisch unberührt, wurde aber schließlich von den Amerikanern zerlegt und entsorgt. Nummer 3. Was kommt dir in den Sinn, wenn du dieses Bild betrachtest? Ist es ein Mensch, ist es ein Tier oder eine unbekannte gruselige Kreatur? Ein 15-jähriges Mädchen soll dieser Kreatur in den Sümpfen irgendwo in Brasilien begegnet sein. Als sie das Foto machte, verstand sie zunächst nicht, was genau sie da sah. Aber als sie erkannte, dass es sich um eine humanoide Kreatur handelt, war sie ziemlich schockiert. Wie wir sehen können, hat es ein unheimliches Gesicht mit zwei Hörnern. Es ist schwer zu sagen, ob die Kreatur in den Sümpfen lebt, aber die Leute gaben ihr den Namen Bahia Horned Beast. Wer oder was es genau ist, ist jedoch noch nicht bekannt. Dies war jedoch nicht das einzige Mal, dass eine unheimliche Kreatur in einem Sumpf gesichtet wurde. Auf diesem Foto sehen wir eine weitere Kreatur, die irgendwo in einem Sumpf fotografiert wurde. Was könnte das sein? Diese Kreatur hat auch Hörner, aber sie sieht etwas anders aus. Vielleicht handelt es sich bei diesen beiden Monstern um die Sumpfmonster, von denen in den Legenden die Rede ist. Nummer 2. Der Great Dismal Swamp ist von einer saugenden Schlammpfütze bedeckt und soll Tausende von Menschen gerettet haben, die dorthin geflohen sind, um in Freiheit zu leben. Die Geschichte führt uns zurück in die frühen 1600er Jahre, als die amerikanischen Ureinwohner versuchten, vor der kolonialen Grenze zu fliehen. Die Archäologen fanden Beweise dafür, dass die Menschen dort lebten und bis zum 19. Jahrhundert nicht viel von der Außenwelt zu befürchten hatten. Damals entstanden die Sumpfgemeinden, die von etwa 1680 bis zum Bürgerkrieg von Afrikanern und Afroamerikanern dominiert wurden. Heute ist der Great Dismal Swamp verkleinert worden und wird als Naturschutzgebiet verwaltet. Natürlich sind die meisten Spuren der Sklaven verschwunden und heute leben dort nur noch Tiere und Vögel. Natürlich ist es schwer vorstellbar, dass dort einmal Menschen gelebt haben, aber es ist ein wichtiger Teil der Geschichte. Nummer 1. Wenn man dieses Bild sieht, könnte man meinen, dass eine weitere gruselige Kreatur in einem Sumpf gefunden wurde. Aber keine Sorge, dies ist nur eine Skulptur von Sophie Prestigiacomo. Die Bildhauerin hat Sumpfkreaturen geschaffen, um den Dialog des Menschen mit der Natur zu zeigen. Und ihr könnt sie im Naturschutzgebiet der Seine-Sümpfe im Golf von Morbihan in Frankreich bewundern. Sie begann mit der Anfertigung von zwei Kreaturen, aber am Ende waren es 8 Stück. Die Kreaturen bestehen aus Schlamm und Seegras und sehen ziemlich gruselig aus. Interessanterweise verändern sich viele Details im Laufe der Zeit, einschließlich ihrer Haut, Texturen und Farben sowie der Landschaften, in denen sie leben. Was denkt ihr über Sümpfe und habt ihr schon einmal einen besucht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.